Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Super Mario 64. Junge. Im letzten Part sind wir hier stehen geblieben. Wir sind immer noch dabei, uns den 113. Powerstern zu holen. Im letzten Part haben wir nämlich leider keinen Powerstern erreichen können, bekommen können, weil ich immer wieder gefailt habe. Und dann hat man am Ende des Parts hat das Spiel wieder angefangen zu laggen. Ich hoffe, dass es diesmal nicht so sein wird, weil ich habe auch ein bisschen ausgemistet bei meinem PC. Also ich hatte noch haufenweise von Sachen, zum Beispiel ganz viel Musik von früher noch, vor sechs Jahren oder so, die ich mir mal runtergeladen habe oder so. Das habe ich mal alles weggeschmissen. Ab in den Müll damit. Und ich hoffe, dass es diesmal geht. Ich hoffe, dass es jetzt leckfrei wird. Leckfrei, alles klar. Nein! Okay, das kann man natürlich nicht vermeiden. Game over! Direkt am Anfang des Parts den Game Over Scream erreicht. Ganz genau, Leute. Oh Mann. Alles klar. Dann auf einen neuen Versuch. Nachdem wir erstmal wieder dahin hingerannt sind. Yahoo! 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 Oh mein Gott! Mario, du bist so cool! Oh Mann. Dum dum da 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 spinnt jetzt komplett. Nee, doch nicht. Okay, alles klar. Alles klar. Wir können weitermachen. Wir können weitermachen, Leute. Leute von heute. Oh mein Gott. Und drauf. Jumpen, bitte. Und rüber jumpen. Fuck. Oh, hab ich nicht gesagt. Komm schon, Mario. Komm schon, Mario. Jump einfach da drauf und... Mein Gott, warum? Ah! Genau, Mario! Ja, ich hör schon auf. Ich hör schon auf. Boah, vorhin hab ich noch gegengeknallt, gegen die Mauer. Gegen den Schornstein. Immer noch Haus am Himmel. Wir müssen das Haus am Himmel besteigen, suchen und betreten und... Natürlich dürfen wir dabei nicht failen. Nee, natürlich nicht, denn das dürfen wir nicht, denn sonst haben wir so verkackt. Das könnt ihr mir glauben. Ey, dann haben wir mega verkackt, ob ihr es glaubt oder nicht, aber dann haben wir verkackt, ohne Witz. Ey, und ihr wollt doch nicht etwa, dass wir hier nochmal verkacken. Oder wollt ihr das doch? Nein, wollt ihr nicht. So. Bitte, Mario, faile nicht nochmal. Okay, ich habe beschlossen, ab einem bestimmten Punkt werde ich ein Safe State machen. Ich weiß noch nicht wann. Aber ich möchte diesmal wirklich mal was in diesem Part erreichen. Sonst werden wir nachher zwei Parts bekommen, wo ich keinen Powerstern bekommen habe. Und das möchten wir doch nicht, oder? Und es hat wieder angefangen zu laggen. Nein, das lässt du jetzt sein. Nein, bitte. Tu mir den Gefallen. Bitte. Heute. Nicht mehr. Nein. Kein Part mehr, wo es richtig laggt. Okay? Bitte. Es muss irgendwie auch mal so gehen, dass es nicht mehr laggt. Oh Mann. Aber ob das wohl passiert, das ist eine andere Frage. Und? Wow. Okay.
Nein! Ich fail. Ich fail schon wieder mal. Das ist mega scheiße. Mann! Das ist mega scheiße, Mann. Ey, wie lange soll ich hier denn noch sitzen bleiben, Mario? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie lange wir noch da festsitzen sollen. Ja, aber du bist auch zu bescheuert, um mich zu steuern. Ja, stimmt, Mario. Das stimmt, Mario. Du hast recht. Ich bin einfach zu schlecht für dieses Spiel. Ja, warum hast du es überhaupt angefangen zu Let's Playen, hä? Warum? Warum? Warum tust du mir das an? Weil ich das Spiel cool finde. Ja, aber es nützt das, wenn du es nicht spielen kannst. Wenn du nicht richtig damit umgehen kannst. Wenn du einfach nur zu blöd für das Spiel bist. Ja, Pech, jetzt habe ich es aber angefangen. Und jetzt haben wir schon so viele Sterne mit dir geholt, ne? Jetzt haben wir schon so viele Power-Sterne mit dir geholt. Jetzt werden wir es auch zu Ende machen, okay? Ja, okay. Mein Gott, so ein Scheiß, aber auch wann bin ich diesen Jungen endlich mal los? Hey, das habe ich gehört. Oh Mann. So, komm schon. Nein, nicht schon wieder. Mann, warum? Warum denn? Warum? Warum muss es denn immer so scheiße sein? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Ich vielleicht sollte ich an diesem Punkt immer ein Sales-Gate-App machen. Und da, wo ich runtergefallen bin. Damit ich es endlich mal schaffe. Mann! Oh, das kann doch nicht so schwer sein. Nee, nee. Das kann nicht so schwer sein. Nein. Nein, nein, nein. Das kann nicht so schwer sein. Und es ist auch eigentlich nicht so schwer. Ich stelle mich einfach nur an. Ich stelle mich einfach nur blöd an. Genau wie Mario es schon gesagt hat. Genau. Oh mein Gott. Und da ist schon wieder dieser Lakitu. Der geht mir auch ein bisschen auf den Sack. Mit seinen Panzerschildkröten da. Mit seinen Stachelpanzerschildkröten, die er da hat. Ich weiß nämlich gerade nicht, wie die heißen. Geh mal kacken jetzt. Oh Mann. Oh. Was habe ich gemacht? Nein! Ich wollte eigentlich ein Safe-Setter machen. Jetzt habe ich nochmal zu der Stelle zurückgespult, wo ich den Part gestartet habe. Ich Idiot. Ey, was bin ich für ein Idiot? Mann! Nein! Und jetzt passiert das wirklich, Mann. Nee, Leute. Leute, das Spiel, ne? Es macht mich fertig. Es macht mich fertig, Leute. Okay. Ah! Es macht mich langsam fertig. Okay, jetzt versuche ich es nochmal und ich werde, egal wie oft, ein Safe-State machen. Das ist mir scheißegal. Okay, nicht egal wie oft, aber ich werde ab einem gewissen Punkt ein Safe-State machen. Da, wo ich gerade ein Safe-State machen wollte, werde ich ein Safe-State machen, damit ich es jederzeit nochmal versuchen kann und nicht jedes Mal wieder von vorne und die ganzen Schlösser hochrennen muss, nur weil ich Game Over gehe und damit auch ich irgendwann auch mal einen Power-Stern bekomme. Oh mein Gott. Mario, du bist Mario, aber nicht so fett wie Mario. Boah, war der schlecht. Jetzt komm. Komm schon, Mario. Jetzt aber richtig. Jetzt aber richtig. Ja, genau, schon mal ein guter Anfang. Und jetzt einmal reinjumpen. Soll's reinjumpen. Reinjumpen mit der Arschbombe. Ganz genau. Ja, ja. Haus am Himmel. Schenkt mir einen Piep. Ich möchte das nicht aussprechen. Alles nicht jugendfrei ist. Nachher wird mein Video gesperrt, nur für dieses eine Satz, nur für dieses eine Wort. Und ich weiß es ja nicht. Ich weiß ja nicht, wie YouTube jetzt heutzutage auf solche Wörter reagiert. Weil YouTube hat ein bisschen Probleme. Leider zurzeit.
Und dabei auch die großen YouTuber, die verdienen nicht mehr so wirklich viel Geld. Wie wir es ja alle schon wissen und gehört haben. Das ist mega scheiße. Ich hoffe, dass YouTube das wieder hinbekommt. YouTube wird das wieder hinbekommen. YouTube wird das wieder hinbekommen. Das ist YouTube, Mann. Jedes Konzern. Ist das überhaupt ein Konzern? Ja, ist eine Firma. Konzern oder nicht? Ach, ist mir egal. Auf jeden Fall, jede Firma hat mal ein paar Problemchen. Aber selbst diese kleinen Problemchen wird YouTube schon wieder gerade hinbiegen können. Ich glaube nicht, dass YouTube irgendwann stirbt. Ich glaube es nicht. Auch wenn es jetzt schon ein paar Gründe dafür gibt, warum das passieren könnte. Aber ich glaube, YouTube wird das wieder hinbekommen, dass alles wieder normal wird. Ich hoffe, dass es auch irgendwann wieder das YouTube wird, was wir früher kannten. Wo man einfach jeden Scheiß reinmachen konnte. Wo einfach mal nichts gesperrt worden ist und so. Wo nichts wegen jeder Kleinigkeit gesperrt worden ist. Oder irgendwo in welchen Ländern nicht verfügbar ist. Mein Gott. Ja. So, nein, ich hatte... Och, Mann. Ey, nee, das kann doch nicht angehen. Das kann nicht angehen. Ich mache jedes Mal den gleichen Fehler. Mann, ich muss genau aufpassen. Ich darf an dem Punkt nicht so viel labern. Tut mir leid, Leute. Nein, ich mache das wirklich nicht mit Absicht. Ohne Witz, ich mache das nicht mit Absicht. Das ist wirklich aus Versehen passiert. Ich weiß, euch ärgert das auch schon. Und es fängt wieder an zu laggen. Nein. Warum? Oh nee, warum denn? Och Mann. Ey, ich hasse das. Ohne Witz. Jedes Mal. Selbst da. Okay, Leute. Ich muss hier einen Cut machen. Ja, Leute. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario. Es geht weiter. Es geht weiter nach diesem kleinen Cut. Ja, ich hoffe, es klappt jetzt. Ich habe nämlich einen Versuch gestartet. Nämlich habe ich meinen PC einfach nochmal neu runtergefahren. Und dabei den Stecker rausgezogen. Und, ja, jetzt ist die Hoffnung einfach, dass es irgendwie klappt, ne? Ja, ein bisschen leckt es trotzdem. Ich habe irgendwie meine Bedenken. Naja, wir versuchen auf jeden Fall trotzdem weiterzukommen in diesem Part. Yo, man! Jetzt, auf einmal schafft er das, ne? Sobald ich den Safe State gemacht habe, schafft er das. Ja, und ich bin einfach bis dahin nochmal hergelaufen, wo ich jetzt gerade gestartet habe nach dem Cut. Weil ich vorhin dachte, ich hätte aufgenommen, aber nein, hatte ich da gar nicht. Ich hatte da überhaupt nicht aufgenommen und dann habe ich schon ein Safe State gemacht. Blablabla. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander beim Reden. Oder rede ich durcheinander? Ich rede nur wirres Zeug gerade. Oh Mann, Leute. Dass ihr sowas aushalten könnt mit mir, ne? Das ist schon... Wow. Also, dass ihr das aushalten könnt, dass ich so manchmal so viel Scheiße laber, dass man überhaupt manchmal überhaupt nicht verstehen kann, wo man sich denkt, hä? Was labert der da? Ey, ohne Witz, ich hab nichts verstanden. So. Vorsichtig, Mario. Bitte sei vorsichtig, denn wenn du nicht vorsichtig bist, ist das Spiel vorbei. Und das wäre ja scheiße. Also okay, das Spiel ist nicht vorbei, aber dann bist du wieder Game Over, weil du hast wieder nur noch einen einzigen Versuch. Danach bist du wieder Game Over. So. Okay, jetzt wird's ein bisschen heftig. Da muss ich auf das Feuer aufpassen. Wow. Knappe Sache, du. Das war sehr knapp. Ich hoffe, aber es hört jetzt auf zu laggen. Und ich hoffe, ich verkacke nicht schon wieder. Und da ist der Powerstern. Yo, man. Fuck yeah. Oh, Entschuldigung. Damit haben wir den 113. Stern. Den 113. Powerstern, Leute. Und Mario knallt jedes Mal an die Wand. Und es hat... Es soll bloß aufhören, wieder zu laggen. Ich sag's euch. Alter, ich krieg sonst zu viel.
Speichern und weiter, genau. So. Aber Leute, ich glaube, ich habe auch einen Verdacht, woran das liegen könnte. Dass es auf einmal so oft leckt, jeden Part. Finde die 8 roten Münzen, okay. Das wird eigentlich auch sehr leicht sein, weil die roten Münzen befinden sich auch in diesem, auch in dieser Welt an einem Ort. Also sehr leicht zu finden. Ja, ich könnte mir vorstellen, woran das liegt. Nämlich seit ich angefangen habe, jetzt beim Aufnehmen hier mit Fraps live zu kommentieren bei Mario64, leckt es die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Und wenn das jetzt so weitergeht, dann werde ich wieder nachkommentieren müssen. Denn ich glaube nicht, dass ihr jetzt so ein Part sehen wollt, wo es später irgendwann immer anfängt zu lecken, oder? Und wo ich dann hier erstmal einen Cut setzen muss. Und ganz ehrlich, darauf habe ich auch keine wirkliche Lust drauf. Dann zocke ich lieber und kommentiere nach, anstatt dass es die ganze Zeit leckt und ich jedes Mal einen Neustart machen muss. Scheiße, ich musste da drauf. So. Nein! Oh Mann, Mario! Komm schon! Jetzt aber! Haha! Ganz genau, so muss das sein, Mario. Oh, warte, du hast deine rote Mütze vergessen. Du hast deine rote Mütze vergessen, Mario. Wie konntest du nur? Oh, da bist du sogar vorbeigesprungen, Mario. Mario ist vorbeigesprungen. Jetzt aber Nummer 1. So. Und da ist die noch eine Münze, Nummer 2. Und auch eine Kugel, die mich anfüllen möchte. Was sie aber nicht schafft, weil die einfach zu blöd ist. Komm schon. Nummer 3. Und komm. Jetzt geht's weiter. In diesem Part werden wir auf jeden Fall diesen Powerstern noch bekommen. Auf jeden Fall. Es sei denn, irgendwas läuft gleich hier schief. Dann natürlich nicht. So, loslassen bitte, Mario. Dankeschön. So. Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Au. Das tat weh. Nur noch 2 rote Münzen, Leute. Und das werden wir uns locker holen können. Locker, aber mit locker. Mit locker, aber mit Sicherheit. Ganz schnell. Es sei denn, man fällt wie ich jedes Mal runter. Dann natürlich nicht. So. Schaffen wir aber diesmal. Dieses Mal werden wir es schaffen, Leute. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Yes, man. Nummer 7. Und jetzt die letzte Münze. Oh, nein. Ah. Fuck. Oh, Entschuldigung. Tut mir leid, das Wort habe ich nicht gesagt. Dieses Wort habe ich niemals gesagt. Oh, nein. Und wenn ihr denkt, ich hätte es doch gesagt, dann habt ihr euch verirrt. Verirrt? Geirrt. Habt ihr euch verhört? Und die letzte 8. rote Münze und damit haben wir einen weiteren Powerstern. Wow, es sei denn, ich faile jetzt. Ich möchte aber jetzt nicht failen. Nicht mehr heute failen. Bitte tut mir den Gefallen. So. Und damit, Leute, haben wir unseren... Na, damit haben wir unseren... 114. Powerstern. Yes, man. Wahoo! Oh mein Gott! Ja, Leute! Speichern und weiter! Okay, 4 Minuten haben wir noch Zeit. Wow! 4 Minuten haben wir noch Zeit! Oh mein Gott! Lass dich von der Brise tragen. Von der Brise tragen? Was soll das denn heißen? Und wo überhaupt? Wo soll das denn sein? Ich weiß es nicht. Ey, ich habe keinen Plan. Ich weiß es nicht. Ey, bitte verschont mich mit solchen komischen Rätseln. Denn Rätsel mag ich nicht mehr. Nein, Spaß. Okay. Es hat irgendwas. Wahrscheinlich hat das irgendwas mit dem Wind zu tun. Irgendwas mit dem Wind. Aber was genau meinten die damit? Was genau?
Wahrscheinlich müssen wir erstmal wieder mit... Ich glaube, ich weiß es schon ein bisschen ungefähr, aber dafür müssten wir wahrscheinlich erstmal wieder mit dem roten Teppich fliegen. Och, nö, darauf habe ich ja überhaupt keine Lust. Aber naja, was tut man nicht alles in einem Let's Play? Oh, bitte lass mich nicht wieder failen, ja? Bitte lass mich nicht wieder failen. Bitte nicht mehr in diesen Part, denn mir gefällt es nicht weiter zu failen. Das gefällt mir nämlich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. So. Ach ja, ist das schön. Man kann hier die ganze Zeit rumchillen und warten, bis man ans Ziel angelangt ist. Auf Aladins Teppich. Ganz genau. Aladin, Aladin. Wir fliegen mit deinem Teppich. Aladin, Aladin. Dieser Teppich ist verdammt dreckig. Boah, war der unlustig. Okay, ich gehe einfach mal hier. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob das jetzt der richtige Weg ist, aber man kann es ja versuchen, ne? Wow. So. Und Rückwärtssalto. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist genau hier. Dieser Powerschirm. Doch hier müsste er sein. Oder auch nicht. Kann auch sein, dass ich mich verdammt nochmal täusche. Aber wo soll er dann denn bloß sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ohne Witz, wo soll er denn sein? Ich weiß es nicht. Nein, ich falle. Runter. Aber ich bin nicht Game Over. Okay. Was jetzt? Ich habe keinen Plan. Leute, ich habe keinen Plan. Was meinten die damit? Ich habe keinen Plan. Jetzt mal wirklich nicht. Ich habe keinen Plan, was die meinen für so einen scheiß Rätsel. Was für ein Shit-Rätsel. Ich habe doch keinen Plan. Ich habe doch keinen Plan. Wow, nicht Game Over gehen, bitte, Mario. Oh, oh Mann. Okay. Ja. Wie soll ich es denn schaffen? Ich habe doch keinen Plan. Ich weiß nicht, was die von mir wollen. Oder vielleicht... Nein, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wohin. Ich weiß nicht, wo der richtige Weg ist, Leute. Ich weiß es nicht. Das ist das Schlimme daran. Ich weiß es nicht. Mann! Ich habe keinen Plan. Okay, Leute, aber dann... Ja, muss ich gucken, wie es im nächsten Part weitergeht. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Der Part ist für heute wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part bei Let's Play Super Mario 64. Bis zum nächsten Part und ciao!